Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zum neuen Star Wars, präsentiert dank des EA Game Changers Programm von Electronic Arts. Vielen Dank nochmal für das zur Verfügung stellen von dem Spiel. Und wir befinden uns hier auf Burgano und holen uns die Trophäe 3 auf einen Streich. Könnt ihr erst relativ spät machen, und zwar dann, wenn ihr die Möglichkeit habt, den Lichtschwertwurf zu trainieren. Aber sobald ihr den trainieren könnt, würde ich eine Reise nach Burgano hier empfehlen. Denn hier gibt es 3 Gegner, die dafür prädestiniert sind, mit dem Lichtschwert ausgehebelt zu werden, getötet zu werden. Wer mein letztes Video gesehen hat, da ging es darum, Gegner mit Tritten zu töten, dem kommt die Stelle bekannt vor. Denn die Stelle eignet sich auch hervorragend dafür, mit dem Lichtschwert 3 Gegner auf einmal zu töten. Wir brauchen Gegner mit geringer Lebenszahl. Und das haben wir hier mit den 3 Jungs. Ich glaube, das Doppelschwert, was ich hier nutze, hat nochmal eine klein bisschen höhere Reichweite eventuell. Ich gehe jetzt hier so ein bisschen an die weiße Kante heran. Hier so, und dass ich die 3 schön vor mir hier anordne. Dass sie schön nah bei mir hier vor der Nase sind. Und schon haben wir es geschafft. Tipp gibt es gleich schon. 3 auf einen Streich freigeschaltet. Und deswegen, weil diese Gegner Sturmtrupper oder so, habt ihr immer das Problem, ach Mensch, die brauchen mehr als einen Schlag teilweise oder so. Und dann passt das Ganze nicht. Und hier die 3 Käfer, die einfach schön aufreihen für euch. Und dann den Lichtschwertwurf machen, ist auf der PS4. Ich überlege gerade, war es L1 oder R1? L1 gedrückt halten und dann Dreieck, aber es steht ja bei der Fähigkeit dabei. Wir gehen jetzt hier mal hin zum Rastplatz. Da sehe ich, da können wir dann die Fähigkeiten einsehen oder die Fertigkeiten. Fähigkeitenbaum aufmachen. So. Und dann hier an der Seite habt ihr den Lichtschwertwurf. Der war auch relativ teuer. Ich glaube, der hat 3 Trainingspunkte verschlungen. Und da stand ja auch eben gerade drin, wie ihr den anwenden könnt. Und ja, das war's dann schon. Eine weitere Trophäe solltet ihr damit halt von der Liste streichen können. Ich hoffe, das kleine Video hat euch A geholfen, B gefallen. Wenn dem so war, lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr drüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht bereits getan habt, denn richtig mit Glocke aktiv, verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Und ich sage bis zum nächsten Mal, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.